Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal. Und zwar, ihr seht es im Hintergrund schon, es handelt sich um Hatschtun. Ja, bevor ich euch jetzt total ins kalte Wasser schmeiße, möchte ich aber noch ein paar Sachen zu Hearthstone sagen. Und zwar ist das ein Kartenspiel, wo man gegen echte Spieler oder gegen NPCs quasi antritt. Und Sinn des Spiels ist es, wie in anderen Kartenspielen auch in dieser Form, Karten zu sammeln und sich mit anderen zu messen, ganz klar. Und ja, wie bin ich zu Hearthstone gekommen? Bei uns im Clan haben wir das schon länger als Sektion. Und ich habe mir immer gedacht, ja, hast du keine Zeit für, hast du keine Lust drauf, Kartenspiele. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der ein großer Fan von Kartenspielen ist. Aber letztes Jahr, Ende letzten Jahres, so im November, ihr wisstet ja, bin ich ja lange abwesend gewesen und krank. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, jetzt guckst es dir einfach mal an. Wir haben es ja auch als Clan-Sektion. Und ich muss ehrlich sagen, dass mich das Spiel richtig gepackt hat. Also ich war davon mehr begeistert, als ich es erwartet habe selber. Und bin dann auch ein bisschen darauf kleben geblieben und habe von November bis heute, jetzt haben wir Mitte April, wirklich richtig viel gesuchtet, kann man sagen. Und ich habe auch in weiser Voraussicht mit meinem zweiten Account angefangen, Hearthstone zu spielen. Für den Fall, dass es mir gefällt und dass ich mich dazu entschließe, eine Hearthstone-Serie zu machen auf dem YouTube-Kanal, damit ich das auch mit euch zusammen nochmal von vorne spielen kann. Jetzt natürlich die Frage, warum habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Ja, ich wusste natürlich nicht, wie gesagt, ob mir das Spiel gefällt. Und ja, und ich wollte es mir einfach mal angucken. So. Ja, bevor ich jetzt, wie gesagt, mit einem neuen Account, ich wollte nämlich mit einem neuen, meinem Main-Account, mit euch zusammen anfangen. Möchte ich euch erstmal meinen zweiten Account zeigen. Ja, wie so meine Erfahrungen sind, was ich bisher erreicht habe und so weiter. Den einen oder anderen mag das ja vielleicht interessieren, für die Leute, die Hearthstone schon kennen und vielleicht selber ein bisschen gespielt haben. Jetzt mal so ein kleiner Einblick in den Account, den ich bisher so gespielt habe. So, das hier ist quasi mein Questlog, für die, die es interessiert. Da sieht man auch, wie viele Siege ich von November bis Mitte, Ende April erspielt habe. Arena, ja, Arena ist immer so eine Sache. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Hearthstone-Profi, ganz sicher nicht. Ich würde mich so als durchschnittlichen Hearthstone-Spieler bezeichnen. Mit Arena ist halt so, ich habe Arena-Runden gehabt, da gehe ich dann mit zwei Siegen raus. Also zwei Siege und dreimal verloren. Und manchmal hatte ich echt Glück oder habe gut gespielt und habe da echt teilweise sechs oder sieben Siege mitnehmen können. Wie bei jedem anderen Kartenspiel auch, ist Hearthstone natürlich auch ein bisschen Glück basierend, muss man sagen. Es hängt immer davon ab, auch ob man die richtigen Karten auf der Starthand hat und wie man dann auch, welche Karten man zieht. Also typisch für ein Kartenspiel natürlich auch viel Glück. Am meisten habe ich den Magier gespielt und bin auch ziemlich lange beim Magier geblieben. Und alternativ habe ich ab und zu mal Priester gespielt, also am zweithäufigsten, ganz einfach aus dem Grund, weil ich als Neuling in dem Spiel natürlich noch keine guten Karten hatte. Und wer Hearthstone kennt, der weiß, mit schlechten Karten ist es schwierig, Spiele zu gewinnen. Und mit dem Priester ist es ein bisschen einfacher, weil man Karten klauen kann, weil man ja, quasi Karten vom Gegner klauen kann und so weiter. Und deswegen ist es deutlich einfacher, für mich zumindest gewesen, mit dem Priester anzufangen. Und jetzt zuletzt habe ich eigentlich ausschließlich Druide gespielt. Also das sind so die drei Main-Dinger, die ich gespielt habe. Man sieht es ja auch hier in der Statistik.
Ansonsten würde vielleicht noch den ein oder anderen interessieren, genau, im Modus Spielen, für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt der Bereich, wo man im gewerteten oder ungewerteten Modus gegen andere echte Spieler antreten kann. Und das sind so die Decks, die ich gespielt habe. Ihr seht es schon, am meisten Magier, wie schon gesagt. Das ist mein Geheimnisdeck und also Secret Mage sozusagen. Aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Dann das Solo-Abenteuer. Da muss ich auch sagen, ich habe natürlich hier im Üben-Modus alle Klassen freigespielt. Muss man ja auch, mehr oder weniger, wenn man ja, alle Klassen mal spielen möchte. So habe ich es quasi gemacht. Ich habe erstmal alle Klassen freigespielt und mir alle so ein bisschen angeguckt, was mir am meisten gefällt. Naxxramas ist quasi so ein PvE-Add-on, wo man gegen Bots, sage ich jetzt mal, antreten kann. Und als Belohnung bekommt man dann immer so ein paar Special-Karten, die man halt nur bekommt, wenn man Naxxramas hat und diese Bosse besiegt. Gleiches gilt für den Schwarzfels, das ist vor kurzem erst rausgekommen, ich glaube vor 2, 3 Wochen erst. Und diese beiden Add-ons habe ich leider nicht. Ich zeige das mal kurz. Eigentlich sollte man sich das schon holen. Auch den Schwarzfels habe ich mit meinem Account nicht. Also beide Add-ons habe ich mir nicht geholt. Warum? Ich wollte eigentlich kein Echtgeld in den Account investieren. Ganz einfach, weil es ja nur mein zweiter Account ist. Zum einen. Und zum zweiten, man kann es ja auch von Gold kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel Gold das war, aber ich glaube, das war gar nicht mal so wenig. Ja, 700 Gold. Also, es ist erschwinglich. Es ist jetzt nicht, als wäre es unmöglich, 700 Gold zu erlangen. Also, das ist eigentlich schon okay, aber es ist halt auch pro Flügel. Und ich glaube, das sind 5 Flügel. Und ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch gewesen. Also ich habe mir eigentlich immer sofort von 100 Gold entweder eine Kartenpackung gekauft oder ich bin für 150 Gold in die Arena gegangen. Und das ist ja auch direkt der dritte Reiter, die Arena. Da kann man auch von Echtgeld direkt in die Arena einsteigen oder halt von Gold. Und das sind so die Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe mir hier im Shop für 100 Gold eine Packung gekauft oder halt für 150 die Arena. So, meine Sammlung. Ja, auch da habe ich ehrlich gesagt ein paar Fehler gemacht. Ich habe mir am Anfang gedacht, mir gefällt der Magier so gut, eigentlich will ich nur Magier spielen und habe, um die Decks quasi komplett zu machen, alles andere platt gemacht, alle anderen Karten. Da habe ich alles vom Druiden quasi zermatscht und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es eigentlich ein bisschen langweilig ist, nur Magier zu spielen. Und habe dann auch quasi alle Karten behalten. Hier sieht man es, also man kann die Karten immer herstellen und dann zaubern. Und das habe ich am Anfang gemacht. Das war so ein bisschen ein Fehler. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich so lange meinen zweiten Account spiele. Ich habe mir das auch schon länger vorgenommen, dass ich hier sitze und das quasi hier aufnehme, aber bin einfach nicht dazu gekommen. Und heute ist es soweit. Ja, für die Leute, die es interessiert, zeige ich mal kurz, welche Karten ich habe. Es sind, wie gesagt, nicht viele. Ich glaube, ich habe nur eine einzige Legendary und ein paar Epics. Blätter einfach mal durch. Ja, wie gesagt, vom Magier habe ich am meisten. Ich habe mir ziemlich schnell das Portal geholt. Das habe ich kennengelernt und ich fand es ziemlich stark und das musste ich dann sofort haben. Gleiches gilt für Eisblock und natürlich für das Echo. Die habe ich mir auch von Staub gekauft, weil ich es einfach witzig fand. Paladin habe ich nix. Priester, wie gesagt, auch ein bisschen was. So, ich blätter hier einfach mal schnell durch. Die meisten von euch wird das ja eh gar nicht interessieren. So. Es sind schon ein paar Karten dabei.
Da komme ich aber auch später, werde ich dazu nochmal was zu erzählen. Ja, die Karte ist auch einer meiner Lieblinge. Ich weiß, lohnt sich nicht immer, aber manchmal ist es auch eine störende Karte auf der Hand. Aber da kann man schon witzige Sachen mitmachen. So. So, jetzt habe ich euch mal einen ganz schnellen Überblick für die Leute, die es wirklich interessiert. Die können auch zwischendurch mal pausieren über meine ganze Kartensammlung. Und jetzt zeige ich euch noch mal ganz fix meine Decks, die ich bisher so gespielt habe. Da habe ich natürlich auch immer mal wieder was dran verändert, ja, dass ich ein paar Karten rausgenommen habe, dafür was anderes rein und so. Für die Leute, die Hearthstone kennen oder selber spielen, die wissen, wie es läuft. Man ersetzt ja doch häufig mal was, um zu schauen, ob das besser funktioniert. Ich meine, Mana-Kurven-technisch sieht das hier gar nicht so rosig aus, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Deck recht gut gefahren. Das ist so ein bisschen meine Version vom Secret Mage, möglichst viele Geheimnisse zu haben und vor allem ein paar Diener, die mit Geheimnissen synergieren. Und da ich keinen Naxxramas habe, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig gewesen mit diesem, ich weiß gar nicht, wie er heißt, 2-2 Todesröcheln, holt ein Geheimnis hervor. Verrückter Wissenschaftler oder so, ich weiß es nicht, wie der heißt. Wäre natürlich wunderbar gewesen für mein Deck. Ebenso wie Duplizieren ist, glaube ich, ein Geheimnis noch von Naxxramas, dass man für die Klassenherausforderungen bekommt, wenn ich mich nicht irre. Das wäre natürlich auch super gewesen für das Deck. Aber habe ich nicht, was soll ich machen? Und ich habe aus der Situation meine eigene Idee quasi kreiert. Und so sieht's aus. Vielleicht werdet ihr das Deck irgendwann mal auch in Action sehen. Aber momentan ist das noch ein bisschen zu früh. Mein Spell Damage Deck. Ja, das habe ich auch so ein bisschen aus Spaß gebaut, kann man sagen. Es ist jetzt auch nichts Ernstes. Ihr seht es schon, für die Leute, die Ahnung haben. Ich habe möglichst viele Diener drinne, die mir Zauberschaden geben. Und dann habe ich ein Echo drinne, um diese Diener mit Zauberschaden nochmal in die Hand zu kriegen, quasi. Um dann ein starkes Board aufzubauen, was aus ziemlich viel Zauberschaden besteht, um dann auch mit den kleinen Zaubern hier, insbesondere der Arkanenexplosion, noch richtig gut was zu reißen. Also deswegen habe ich hier auch gar keinen Flamestrike drin. Also hier den, ich zeige euch das nochmal, den Flammenstoß, weil ich mit dem Deck halt durch den Zauberschaden in der Regel die Arkanenexplosion hoch genug kriege. Also auf 2 oder 3 Damage. Und dann läuft das schon. Also das Deck ist mehr so aus Spaß gebaut. Auch nichts wirklich Ernstes. Wer Lust hat, kann das aber auch gerne mal selber ausprobieren. Ihr seht ja hier, was ich drin habe. Mechmage. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir kein einziges Deck, was ich habe, irgendwo geklaut oder kopiert oder nachgelesen oder was weiß ich. Ich habe mir das alles selber quasi gebastelt und dementsprechend war ich auch jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, wie ich hätte sein können. Ja, das ist quasi meine Version von Mechmage. Ihr wisst selber, wenn ihr Hearthstone spielt, Mechmage ist ziemlich krass und auch meiner ist nicht ganz ohne. Ich bin ein großer Fan von dieser Echo-Karte, deswegen musste ich die einfach mit reinfummeln. Kommen manchmal ein paar witzige Situationen, vor allem wenn man das Portal hat. Da kommt dann irgendeine krasse Legendary, wenn man Glück hat. Wirft die für wenig Mana aufs Board und kopiert sie sich dann nochmal in die Hand. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Auch hier mit gesichtsloser Manipulator. Da kann man sich dann auch eine richtig krasse Karte vom Gegner kopieren. Und die dann mit Echo sich selbst auf die Hand holen. Also ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß. Mech Priest. Ja. Ich habe auch einige meiner Decks gelöscht, sehe ich gerade. Aber das ist so,
Ja, das gleiche wie mein Mech-Mage, mehr oder weniger nur noch als Priester, funktioniert auch ziemlich gut, ist aber eher so langweilig, möchte ich sagen. Und das hier, Moment, das ist das Sahnehäubchen. Friert ein, ist so ein bisschen, ja, mein Freeze-Mage, ist aber jetzt kein Freeze-Mage, wie man ihn eigentlich spielt, so mit immer wieder das Board einfrieren und dann hier das Ende naht! Hier, ich weiß nicht, wie er heißt. Untergangsverkünder, glaube ich. Das hier ist eher so ein, wie soll ich das sagen? So ein Deck, was halt einfriert und so die Board Control kriegt, wie der hier zum Beispiel ist drin, Frostelementar. Quasi alle Karten, die etwas einfrieren lassen. Das habe ich auch erst relativ frisch, das Deck. Habe ich aber jetzt vielleicht 15 Runden mitgespielt und das war auch relativ solide. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingsdeck und zwar der Mildruide. Auch da habe ich mir den Mildruiden so gebaut, wie ich empfinde, dass es gut ist. Ich habe möglichst viele Spells drinne, um das Board zu clearen. Hier Sternenregen zweimal, Swipe zweimal, die Dinger hier zweimal, ein Zorn und natürlich auch die Klaue zweimal drinne. Also, dass ich halt viele Optionen habe, das Board immer leer zu halten. Dann natürlich jede Menge Heal. So viel Heal wie geht. Hiervon habe ich dann einen rausgenommen, weil man auch so viel Heal nicht braucht. Die zwei Healbots und der Baum des Lebens reicht eigentlich aus, meiner Meinung nach, wenn man noch einen von der heilenden Berührung hat. Das reicht auf jeden Fall. Und falls man gegen ein Rush-Deck spielt oder falls ich gegen ein Rush-Deck spiele, dann habe ich noch den Braumeister dabei. Normalerweise ist natürlich bei meinem Mill-Deck die Strategie, den Braumeister mit dem Orakel hier zu spielen, um dem Gegner möglichst viele Karten ziehen zu lassen. Aber wenn man gegen ein Rush-Deck spielt, dann kann man den Braumeister auch wunderbar mit dem Heilbot verwenden, ist klar, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Und dieses Deck hier macht mir auf jeden Fall am meisten Spaß. Und das habe ich zumindest in den letzten Wochen am meisten gespielt. Gut. Ja, das Deck hier ist eigentlich nur, das habe ich nur gemacht, um die Quest zu vervollständigen. Moment. Ja, das war auf jeden Fall meine Sammlung und meine Decks. Und wo war ich? Ah ja, Quests. Genau, man bekommt nämlich auch täglich eine Quest, alle 24 Stunden, glaube ich. Und da kriegt man in der Regel auch seine 40 oder 60 Gold pro Tag rein. Ja, ich glaube, das ist es dann auch erstmal gewesen für den ersten Part. Das war mein. Kommt zum Abschluss hier nochmal. Das war mein alter Account, mein zweiter Account. Und dann werde ich jetzt quasi mit euch zusammen meinen Main-Account, den neuen Account, starten. Ihr könnt von Anfang an mit dabei sein. Auch die Leute, die von Hearthstone keine Ahnung haben. Ich werde da am Anfang so ein bisschen Step by Step die Einführung mit euch machen, die einzelnen Klassen freispielen, immer so ein bisschen was zu meinen Gedankengängen erzählen. Gut, ich bin jetzt nicht der Beste in Mathe, ja. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich denke schon, dass wir da ein bisschen Spaß haben. Okay, dann hoffe ich, euch hat das kleine Video, die kleine Einführung zu meinem jetzigen Account gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann mit dem neuen Account komplett frisch und knackig losgeht. Tschüss.